Ja, hallo Leute, zu einem neuen Video von den Profi-Amateuren. Heute möchte ich von dem 7er ein bisschen erklären, was es da für Fahreinstellungen gibt. Wir haben hier natürlich unseren Schaltknüppel. Das ist natürlich ein Automatik-Schaltknüppel, also P für die Parkeinstellung. Dann R, N und D, also rückwärts, neutral und nach vorne. Wichtig ist, dass wenn ihr einen Gang einlegen wollt, müsst ihr immer diese Unlock-Taste hier drücken, das ist die hier. Dazu die Bremse drücken und dann entweder nach vorne oder nach hinten. Wenn ich jetzt in den Rückwärtsgang schalten möchte, dann einfach zweimal nach vorne. Wenn ich vorfahren möchte, auf D stellen. So viel dazu. Dann kann ich den Schaltknüppel auch nach links machen. Dann komme ich in den Sportmodus und ich kann aber auch hier noch verschiedene Modi anwählen. Das ist zum einen mal der Eco Pro. Wenn ich hier drauf drücke, verändert sich meine Anzeige und da das ist halt ein sehr spritsparender Modus und wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, ist der eigentlich perfekt. Das funktioniert auch nur bis 130, weil dann zu viel Energie gebraucht wird. Die nächste Taste ist die Komfort-Taste. Also da ist der Wagen sehr, sehr gefedert und fährt schön langsam, nicht so ruckartig und gibt langsam Gas. Und durch erneutes Drücken komme ich in den Komfort-Plus-Bereich. Also da ist es noch mal extremer. Und die oberste Taste ist dann die Sporttaste, also da seht ihr auch dann schon, da verändert sich wieder das Anzeigeblatt. Ja, und dann schaltet er sehr spät, dreht sehr hoch, wie halt bei Sportfahrzeugen oder bei der Sportfahrweise üblich. Ja, das war's auch schon zu den Fahrstileinstellungen und bis zum nächsten Video von den Profi-Amateuren.